Ich habe dir schon oft gesagt, ich mache kein Coaching. Norbert Hofer, schönen guten Abend. Wer hat in dieser Elefantenrunde bisher am meisten überzeugt? 26% sagen das von Norbert Hofer. Wer wirkt am ersten bürger- und volksnah und in Führung, ist Norbert Hofer. Offensichtlich waren die ersten sozusagen Effekte der Überraschung sehr stark auf Seiten von Norbert Hofer. Sehr samtig im äußeren Erscheinungsbild, aber knallhart in den Positionen, sehr gut drüber gebracht. Und er hat über weite Strecken auch die Debatte dominiert. Faktum ist, dass der Herr Hofer es sehr, sehr geschickt versteht, die Diskussion zu beeinflussen, zu steuern. Einem Politiker vorzuwerfen, dass er die Kunst der Rhetorik beherrscht oder der Kommunikation oder der Verhandlungsführung, das finde ich eigenartig. Ich möchte einfach ja, so gut wie möglich dieses Gespräch führen, aber irgendwelche speziellen Strategien gibt es nicht.